Ja, so kann es gehen. Eigentümlich. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber ich kann jetzt leider gerade mal nicht direkt in meine Veranstaltung streamen. Ich habe ja die letzten Tage immer direkt in die Veranstaltung Quersprech gestreamt. Jetzt wird mir von Facebook gesagt, ich hätte dazu keine Berechtigung, in meine eigene Veranstaltung zu streamen. Aber ich kann jetzt wenigstens hier in ganz normal in meiner Chronik streamen. Also machen wir hier jetzt mal weiter. Ich mache das dann so, dass ich die Aufzeichnung von meinem Livestream dann in die Veranstaltung im Nachhinein hochlade. So kann es gehen. Technik, die begeistert, kann vorkommen. Nochmal eben zur Zusammenfassung. Was ist in den letzten Tagen passiert? Ich habe ja begonnen mit der kleinen Miniserie Quersprech. Anders war der Anschlag von Halle. Bin der Meinung, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Also nicht so das übliche Bestürzung, Betroffenheit, Hashtag und dann wieder zum Alltag übergehen, sondern dass wir tatsächlich mal miteinander ins Gespräch kommen müssen, uns austauschen müssen und auch sagen müssen, wie und wo wir mit Diskriminierung und Ausgrenzung in Kontakt treten, wie wir damit umgehen. Ich hatte jetzt schon 3 Termine. Könnt ihr alle nochmal in der Quersprechveranstaltung nachsehen und auch nochmal reinschauen, wenn ihr möchtet. Am ersten Tag ging es um eine grundsätzliche Frage, was ist eigentlich Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit? Und es ging bei mir um ein Aha-Erlebnis, um einen ganz speziellen Satz, den ich gehört habe von Herrn Pastor Florian Schwarz während der Beerdigung meiner Oma. Und durch diesen einen Satz ist mir ein regelrechter Kronleuchter aufgegangen und eine ganze Menge Fragezeichen, die ich immer in meinem Leben über mir schweben hatte, hat sich sozusagen erledigt. Einfach deswegen, weil ich dadurch dann erkannt habe, dass tatsächlich ganz, ganz viele Menschen um mich herum das Bedürfnis haben, Rechte einzufordern. Auch dann, wenn ich, das hat mich immer so verblüfft und so irritiert und da konnte ich irgendwie nie was anfangen, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die Rechte schon längst vorhanden sind und dass sie deswegen auch nicht eingefordert werden müssen. Das ist eine unterschiedliche Haltung, denke ich mal. Am zweiten Tag ging es dann darum, dass ich ein bisschen in Richtung, was genau ist der Unterschied zwischen Klischee, Vorurteil und Rassismus eingegangen bin. Woran macht sich das fest? Da habe ich dann am Beispiel der Neptunianer, die Kirschbäume umhauen, habe ich das so ein bisschen erklärt. Und habe danach dann im Anschluss dann auch Beispiele gegeben, wann ich selbst Vorurteile hatte und wann ich selbst auch rassistische Gedanken hatte, wie mir das aufgefallen ist, wie ich damit umgegangen bin. Das war das. Dann bin ich als nächstes am dritten Tag, also sprich gestern, ging es dann um den Bereich, woran erkennen wir Diskriminierung? Woran machen wir das fest und wie erkennen wir das und vor allen Dingen, wie fühlt sich das an, Diskriminierung, Ausgrenzung, wie fühlt sich das Ganze an? Und heute geht es nochmal weiter in Richtung Umgang dass wir das bekämpfen und dass die Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Ausgrenzung schmerzhaft ist. Für alle Beteiligten, es ist schmerzhaft, es ist geistig schmerzhaft, seelisch, emotional schmerzhaft und es kann auch durchaus mal körperlich schmerzhaft sein. Und da wollte ich heute mal ein paar Beispiele geben und auch so meine Schlussfolgerungen, meine persönlichen und wie ich da weiter mit umgegangen bin. Ich drehe jetzt mal die Zeit zurück und versetze mich jetzt nochmal in die Grundschule, 2. Klasse. Ich bin so eine Art kleiner geistiger Prepper schon damals gewesen und jeder, der mich heutzutage kennt, weiß, wenn ich etwas habe, womit ich immer unterwegs bin, dann sind das Taschentücher. Also jeder, der schon mal meine Handtasche hatte, weiß sowieso, ich habe einen halben Haushalt immer mit, weil ich immer auf alles vorbereitet bin. Die Welt könnte untergehen. Ich habe einen Schraubenzieher dabei und kann sie wieder reparieren.
Aber was ich immer dabei habe, sind Taschentücher. Also hier ohne Taschentücher bewege ich mich normalerweise keinen Schritt vor die Haustür. Ja, das war schon als Kind so. Und dann ist es mir tatsächlich mal passiert, in die Pause gegangen und ich hatte keine Taschentücher mehr dabei. Wusste aber, ich habe Taschentücher in der Jacke. Bin wieder reingegangen, bin zu meiner Jacke gegangen, war am Wühlen, habe meine Taschentücher gefunden. In dem Moment geht die Klassenzimmertür auf und einer unserer Jungen kam raus. Also dazu muss ich sagen, das war einer unserer Schlägertypen. Bei uns in der Klasse war es so, wir waren mehr Mädchen als Jungs. Wir hatten ordentliche Rabauken bei den Jungs dabei und wir hatten auch die zwei Schulschläger, die auch als Schulschläger bekannt waren. Das war einer von beiden und zwar der Schlimmere. Also Tür ging auf, er kam raus. Ich fragte dann nur, na, Name unterschlage ich jetzt mal, wie geht's, na? Hast du auch was vergessen? Er antwortete nur, mach das nie wieder. Und dann sah ich nur noch die Faust auf mich zukommen und dann wurde mir schwarz vor Augen. Solarplexus. Er hat also voll in den Bauch geschlagen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich sah nur noch Sternchen und schwarz und mir blieb die Luft weg und ich fand mich auf dem Fußboden wieder. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mich berappelt habe. Lehrkraft hat es nicht mitgekriegt, auch kein anderer hat es mitgekriegt. Ich habe mich wieder berappelt und als ich wieder gehen und stehen konnte, habe ich mich dann auf die Suche gemacht und habe erstmal den Jungen gesucht, um herauszufinden, holla, was war das? Ja, ich habe ihn gesehen, bin auf ihn zugegangen und er ist sofort wieder auf mich losgegangen. In dem Fall hat er mich aber nicht mehr überrascht und ich konnte mich zur Wehr setzen, also das war dann schon was anderes. Ich war völlig perplex, ich konnte mir das nicht einordnen, wieso, weshalb, warum. Ja, wie das dann immer so ist, solche Sachen, die ich mir nicht erklären kann, die ich nicht einordnen kann, die lassen mich dann oben rattern und da versuche ich dann eine Erklärung für zu finden, wenn ich in irgendeiner Form irgendeine Reaktion provoziere, die ich nicht verstehe. Kann ja sein, dass ich wieder mich irgendwie falsch verhalten habe, ohne es zu wissen. Das ist häufiger auch schon als junger Mensch bei mir so gewesen. Einfach deswegen, durch die familiäre Situation, die ich hatte, war ich sehr viel erwachsener als meine Mitschüler. Und vieles, was bei denen so selbstverständlich war, konnte ich nichts mit anfangen. Und vieles, was für mich selbstverständlich war, konnten die nichts mit anfangen. Das war einfach so. Das ist, ja. Und deswegen habe ich mich so gefragt, okay, habe ich jetzt gerade wieder irgendeinen Schüler, einen Kinderkodex irgendwie verletzt, von dem ich wieder nichts mitbekommen habe? Und bin dann auf die Suche gegangen und habe dann eben versucht, mit ihm zu reden. Gelang mir nicht, er ist auf mich wieder losgegangen. Und das ging dann so ein paar Pausen so. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann meiner Oma das Drama erzählt und sie hat mir dann helfen können und fragte mich dann, sagte dann auch, ich weiß, du machst das nicht. Sag ich dir das gleich. Ich weiß, du machst das nicht, aber kann es möglich sein, dass der Junge dachte, du hättest gelauscht? Plopp, habe ich mich erstmal hingesetzt und habe dann erstmal gerattert und war fassungslos, weil wir waren immerhin schon zwei Schulklassen zusammen und haben mich dann doch ein bisschen schockiert, dass das so eine mögliche Erklärung gewesen ist. Ja, ich am nächsten Tag wieder auf ihn zu und habe dann so auf eine gewisse Entfernung das dann mit ihm klären können. Und ja, das war's. Also er blieb auch bei der Meinung, dass ich da irgendwie gelauscht hätte. War auch keine Möglichkeit, ihn davon im Gegenteil zu überzeugen. Ja, also wie gesagt, er war der größte Schulschläger und ich habe mich dann gefragt, okay, gut, mit dem kann man überhaupt nicht reden. Wie ist es denn mit dem anderen? Und dann habe ich beide mal so beobachtet und dann ging da auch so mehrere Lampen an und dann habe ich auch festgestellt, okay, die beiden sind vom Rest der Klassengemeinschaft mehr oder weniger isoliert, weil sie beide den Ruf haben, Schulschläger zu sein. Und ich habe dann so festgestellt, dass beide sehr aggressiv sind, aber aus unterschiedlichen Gründen aggressiv reagieren. Ich habe das eine ganze Weile beobachtet und mir fiel dann so Anne Blyton ein, Honey und Nanny. Da gibt es so eine Szene, da sind zwei ältere Schüler sitzen geblieben und werden dann zu Klassensprechern gemacht von den Lehrern. Und die beiden sind sehr unterschiedlich vom Charakter. Die eine ist
falsch, bist unter die Decke, hinterhältig, gemein. Und die andere ist einfach phlegmatisch, faul, gemütlich, will nicht so unbedingt irgendwas machen und ärgert sich, dass sie mit der Falschen so in einen Hut, in einen Sack gesteckt wird. Aber kann da nicht viel gegen machen. Klärt sich im Laufe der Bücherreihe dann auch. Aber das ist, hat mich so wirklich so dran erinnert, so eine vermeintliche gleiche Situation, die sich aber unterschiedlich gestaltet hat. Und ich habe mich dann gefragt, wieso ist eigentlich bei dem einen was klar, Aggressivität pur und jedes Mal, wenn man irgendwie versucht hat, mit ihm in Kontakt zu treten, hat er zugeschlagen. Also da war irgendwie auch keine Möglichkeit, irgendwelche Brücken zu schlagen, funktionierte nicht. Bei dem anderen Jungen habe ich dann festgestellt, das war bei dem anderen, der war auch sehr aggressiv, hat aber immer zugeschlagen, wenn er sich verteidigt hat. Ist also nie der Erste gewesen, der zugeschlagen hat, sondern war so in einer aggressiven Grundhaltung und hat sich immer verteidigt, war immer der Meinung, man würde ihm was wollen. Und dann habe ich so für mich entschieden, dass ich das nicht einsehe, dass dieser Junge weiter ausgegrenzt wird. Und ich habe mich entschieden, ich baue für ihn mal, für mich und für ihn einfach mal so eine Brücke so zum Rest der Klassengemeinschaft. Habe dann so versucht, mit dem Rest der Mädels dann auch so mal so ein bisschen zu sprechen und dass das eigentlich gar nicht so ein schlimmer wäre aus meiner Sicht und dass er ja nur immer reagiert und dass man, wenn er andere Möglichkeiten hat, vielleicht das Ganze dann auch anders sehen würde. Habe das dann auch bei den Jungs ein bisschen versucht unterzubringen und habe mich dann an seine Fersen geheftet. Ich kann es nicht anders sagen, ich habe mich an seine Fersen geheftet und bin hartnäckig geblieben. Wir lebten beide am anderen Ende der Stadt und sind zu Fuß unterwegs gewesen. Und dann habe ich mich einfach entschieden, dass ich ausschließe. Ich habe also jedes Mal, wenn er nach Hause gegangen ist, bin ich ihm hinterhergedackelt und habe wirklich versucht, immer ein Gespräch zu führen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in irgendwelchen Hecken gelandet bin und in Gräben gelandet bin und auf dem Fußboden landete. Also meine blauen Flecken und meine Kratzer hatten es in sich. Ich hatte dann Oma auch erzählt, was ich da mache und dann meinte sie auch, okay, du weißt ja, was du tust, mach, wenn du denkst, dass das irgendwie was bringt, tu's. Ja, also blieb ich am Ball und es hat wirklich Wochen gedauert und er hat es auch nicht verstanden, er hat dann alles Mögliche unterstellt. Also erstmal so nach dem Motto, willst du, dass wir befreundet sind, damit ich dich gegen den anderen verteidige, war nicht der Fall. Willst du das, damit du mich reinlegen kannst? Das war so nach dem Motto irgendwie, willst du irgendwas von mir? Wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte nichts von ihm, in keinster Weise. Also mir ging es wirklich nur darum, da diese Brücke zu bauen und einfach hartnäckig immer am Ball zu bleiben. Und dann ging es auch irgendwann. Also er hat mich erst angebrüllt, jede Menge Sachen unfreundlicher Natur mir an den Kopf geschmissen, mich in der Gegend rumgeschubst, in die Hecken fliegen lassen und ähnliche Dinge. Aber ich bin eben am Ball geblieben und bin immer wieder hinterher und habe ihn immer wieder angesprochen und immer wieder unverfänglich Themen wie Wetter und was wir im Unterricht hatten und was wohl morgen wohl der und der Lehrer von uns erwarten würde und solche Sachen. Und dann irgendwann hat er mal angefangen zuzuhören. Und dann irgendwann hat er mal eine normale Frage gestellt, was ganz Normales. Und dann hat er auch angefangen, sich zu entspannen. Und ich habe dann gemerkt, so im Laufe der Zeit hat er sich auch plötzlich im Pausenraum, also bei uns auf dem Schulhof, hat er sich auch völlig anders dann benommen. Er hat dann den anderen Schläger einfach mal links liegen lassen. Und hat sich dann mehr so zu den anderen Jungs hin orientiert. Und das fand ich so toll. Und dann waren die auch natürlich sehr skeptisch. Und dann ist er am Ball geblieben. Und dann irgendwann war das dann eine Gemeinschaft. Dann waren Jungs eine Gemeinschaft. Und da war super. Damit war dann so, für mich war die Sache dann geklärt. Also wir sind nie Freunde geworden, in dem Sinne. Also wir sind nie irgendwie, das war einfach mehr so, wir haben den gleichen Schulweg. Und die will mir nichts.
und ich brauche sie nicht zusammenschlagen, Status. Und das war auch schon schön. Also ich habe auch, das war genau das, was ich so erreichen wollte. Einfach so diesen Blickwinkel bei ihm ändern. Er hatte irgendwie die Einstellung, jeder will was, alle haben was gegen mich und alles, was ich machen kann, ist zuerst zu schlagen oder zuschlagen, sobald mir irgendeiner querkommt, denn egal was kommt, es ist was Schlechtes. Und dann merkte er, es muss nicht unbedingt jeder irgendwie gegen ihn eingestellt sein, sondern wenn er sich normal benimmt, benehmen sich die anderen Menschen um ihn herum auch nicht aggressiv ihm gegenüber. Und das hat sich dann durchgesetzt. Also das fand ich schon mal, auch körperlich anstrengend, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, es gab mehrere blaue Flecke, aber es hat sich gelohnt, fand ich. Also es hat sich wirklich gelohnt. Das war so grundschultechnisch. Dann war es in der OS, hatte ich dann, war es dann so, es ist 1984 im Dezember verstarb meine Mutter und dann war der Wechsel kurz danach in Richtung, also kurz davor war der Wechsel in Richtung OS. Und ja, ich war nicht unbedingt der Sonnenschein, muss ich jetzt dann sagen. Ich war dann mehr so in mich gekehrt und beteiligte mich nicht am Gruppengeschehen. Oh, graus. Es ist ja immer fürchterlich, furchtbar, wenn es Gruppen gibt und man sich nicht am Gruppengeschehen beteiligt und nicht so ticken kann, wie es von einem erwartet wird, wenn man gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber das interessiert dann irgendwie nicht. Also das erfragt auch niemand. Also ich war da mehr so still und für mich mehr so und habe dann hauptsächlich die Zeit, die Pausen dann genutzt, um Spaziergänge so um die Gebäude zu machen. Einfach um runterzukommen, um klaren Kopf zu kriegen und Gedanken zu klären und dass man so eine Situation dann eben macht. Ja, und es war auch die Zeit, 5., 6. Klasse, waren jetzt auch nun mal die Zeiten, wo die meisten in Richtung Pubertät gingen und wo es dann darum ging, cool zu sein. Und cool war damals, heute ja nicht mehr so, aber damals war Rauchen cool. Wahnsinnig cool. Ja. Und da war es dann so, dass dann auf meinem Spazierweg an einer bestimmten Stelle, die von Lehrern nicht einsehbar war, sich eine bestimmte Gruppe von Schülern aus verschiedenen Klassen getroffen hat und die haben da geschmuckt. Und die haben dann mir angeboten, auch mitzurauchen. Jetzt war ich Nichtraucher. Tut mir leid, meine ganze Familie rauchte, ich nun mal nicht. Es ist, hat mich nie interessiert. Hab dann also dementsprechend dankend abgelehnt und hatte sofort wieder den Stempel weg, wie das dann immer so ist, wenn ich bei Gruppenaktivitäten nicht mitmache, arrogant zu sein. Ich wäre also arrogant. Und bei der nächsten Runde um das Schulgebäude ging das dann auch gleich los, dass mir die Schimpfwörter an den Kopf geschmissen worden sind und eben auch die noch brennenden Zigaretten. Das ging dann eine Runde, das ging dann die zweite Runde und bei der dritten Runde hatte ich mir dann überlegt, was ich mache. Denn ich hatte dann die Situation, ich konnte ja auf verschiedene Arten auf diese Situation reagieren. Situationsmöglichkeit war ja vielfältig, also die Reaktionsmöglichkeit. Ich konnte entweder einen anderen Weg suchen. Da war ich aber dann der Meinung, das ist eine blöde Idee, weil das sieht dann so aus, als wenn ich ihnen den Platz überlassen würde. Und sie haben nicht mehr und nicht weniger Rechte, als ich an dieser Stelle zu sein. Also kam das nicht in Frage. Mal ganz abgesehen davon, dass selbst wenn ich jetzt nachgeben würde und sagen würde, lasse doch ihren Platz haben und der Meinung sein, dass sie den Platz gewonnen haben. Das Problem ist, der Nächste, der da vorbeigeht, hätte ja das Gleiche erlebt. Im schlimmsten Fall. Das heißt also, ich musste nicht nur daran denken, was jetzt meine eigene Person angeht, sondern eben auch, was machen andere, die da lang gehen wollen, wenn die das dann weitermachen und bei mir das Erfolgserlebnis hatten, mich so loszuwerden. Zweite Möglichkeit wäre gewesen, ebenfalls aggressiv zu werden. Ist erstens nicht meine Art. Da muss noch eine ganze Menge mehr passieren, bevor ich aggressiv werde und noch viel mehr, bevor ich angreiflich werde. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, rein logisch, rein rational gesehen, Gruppe gegen Einzelperson. Da
Da muss man schon sehr von einer Sache überzeugt sein, um gegen eine Gruppe vorzugehen, körperlich. War also auch nicht die Lösung. Und dann habe ich überlegt, wieso denken die bloß, dass ich arrogant bin, nur weil ich nicht rauchen möchte? Und dann habe ich sie einfach darauf angesprochen. Das war das, was sie am wenigsten erwartet haben. Ich bin hingegangen und habe sie angesprochen, habe gesagt, so Leute, finde ich ja ganz toll, dass ihr hier mit Gegenständen nach mir werft, mit Zigaretten und mit Müll nach mir werft und mir Schimpfwörter an den Kopf knallt. Klasse, dankeschön. Wieso eigentlich? Dann ging es im Grunde genommen darum, dass ich ja arrogant sei und sowieso irgendwie einen religiösen Spleen hätte. Ich wäre ja so ein komischer Christentyp. Ja, was mir da so alles so nachgesagt wurde. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ich bin eigentlich völlig normal, ihr könnt euch gerne davon überzeugen. Ich bin auch nichts Besseres. Kommt doch mal zu mir nach Hause. Ja. Dann haben sie da lange überlegt und haben dann gesagt, ja, machen wir, wir kommen. Haben wir ein Datum ausgemacht und dann stand die ganze Bagage irgendwann bei mir vor der Haustür und dann habe ich sie mit nach oben genommen, in mein Kinderzimmer, in mein damaliges, und habe ihnen gezeigt, dass ich ein ganz normales Mädchen bin und ganz normal lebe. Ich hatte Poster an der Wand, in dem Fall von Miami Vice. Ich hatte da ein Bett stehen, ich hatte einen kleinen Couchtisch stehen und einen Sessel und ich hatte einen Minischreibtisch da drin stehen, ein paar Regale mit Büchern, weil ich gerne lese und ich hatte jetzt hier nicht irgendwie das große Villenzimmer oder irgendetwas Besonderes. Ich hatte auch nicht die Luxusausgaben von irgendwas, sondern völlig normal. Ja, und dann ging es nochmal so in Richtung, weil das war jetzt halt so ihre Ecke, dass sie dann so gesagt haben, ja, hier hängt ja noch ein Kreuz, warum hängt das nicht andersrum? Weil sie dann so nach dem Motto cool und rauchen und Satananbeter und was weiß ich noch alles so in diese Richtung sich profilieren wollten. Und da habe ich auch gesagt, von mir aus könnt das umhängen, macht aber dann keinen großen Unterschied, weil das ist dann einfach nur das, nicht das normale Kreuz, sondern das Kreuz von Petrus. Also dementsprechend, tja, und warum ich keinen Betschemel hätte, und habe ich auch gesagt, ja, hört gerne ein, aber könnt ihr mir gerne besorgen. Und dann wollten sie eine rauchen. Dann habe ich gesagt, ja, ich rauche nicht, aber ihr könnt, also sie wollten dann bei mir im Zimmer rauchen, habe ich gesagt, ich rauche nicht, also im Zimmer geht nicht, aber ihr könnt gerne auf dem Balkon rauchen, ich hole euch mal einen Aschenbecher. Ja, dann sind sie noch ein bisschen bei mir geblieben, haben sich noch mal ein bisschen unterhalten, haben festgestellt, ja, so freakig ist die kam ja eigentlich auch nicht, und danach hatte ich meine Ruhe. Also auch da würde ich sagen, wir sind nie Freunde geworden, aber wenigstens hatte ich das Gefühl, ich konnte da lang gehen und das konnte ich dann auch, ohne mit Zigaretten und Co. beworfen zu werden. Aber auch das war so zweites Beispiel. Dann war es so, dass in der 5. und 6. gingen wir ja auch nicht nur bei uns in der Orientierungsstufe in die Klassen, sondern wir hatten teilweise Unterricht in der Nebenschule. Es ist so eine Kombination gewesen aus Hauptschule und Realschule. Und da in der 5. Klasse, wie rüber, und da ist mir gleich was negativ aufgestoßen. Und zwar war es dann so, dass wir in den Pausen nicht das Gebäude betreten durften. Also auch nicht, um auf Toilette zu gehen oder ähnliches. Ich weiß nicht, was da erwartet wurde, welche Verbrechen wir da in den Pausen begehen würden. Wir mussten draußen bleiben. Gut. War eine Anordnung. War so. War blöd, war aber so. Was mich aber richtig genervt hat, war, dass diese Regelung durchgesetzt werden musste von Realschülern. Und da ein Ungleichgewicht sofort entstand. Die Realschüler waren nämlich diejenigen, die das durchsetzen mussten und hielten sich dadurch für was Besseres als die Hauptschüler. Die Hauptschüler hatten natürlich Frust und haben diese Position des Türwächters nie bekommen. Also war klar, da waren sofort zwei Fronten und das hat mir richtig gestunken. Das war dann in der 5. Klasse, ich habe das gesehen und fand das unmöglich. Hab das dann auch versucht, so ein bisschen so anzusprechen und habe dann so ein bisschen rausgehört, wenn da irgendwas geändert werden könnte, wenn überhaupt, dann nur in Richtung Schülerbeirat und in Richtung Vollversammlung Schüler und Klassensprecher technisch und dann mit Elternverband und großes Trara erforderlich. Gut.
Da war mir nun klar, von außen kannst du da nichts ändern. Da musst du schon im System drin sein, um das ändern zu können. Das war also fünfte Klasse, merkt euch das bitte, weil wichtig, dass das fünfte Klasse war. Dann bin ich rübergegangen, also fünfte, sechste, mehr oder weniger, es gab mehrere Zwischenfälle, aber das war alles nicht so dramatisch. Und dann ging es weiter in der siebten Klasse, siebte, achte. Da war dann, hatte ich dann auch ein komisches Erlebnis. Da bin ich dann als Kanackenfreund betitelt worden. War auch das erste Mal, dass irgendwie, also ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich war irgendwie leicht geschockt und auch leicht belustigt. Meine Mitschülerin, also Schulfreundin und ich standen auf dem Hof. Sie ist dann reingegangen zum Hausmeister und wollte dann nochmal Brötchen und Kakao holen. Hatte keine Lust, ich wollte noch ein bisschen Sonnenschein genießen. Sie ist rein und in dem Moment kam ein jüngerer Schüler, der muss aus der US gewesen sein, also flotter Junge, kam von hinten, hat mich geschlagen, verdammter Kanackenfreund, und ist im großen Bogen an mir vorbeigelaufen. Und ich wusste gar nicht so richtig, was mir jetzt geschah, und habe dann hinterher gebrüllt, was er sich einbildet, und habe dann versucht, ihn zu fangen. Kam Coach Potato, versucht einen jüngeren, sportlichen Jungen zu erwischen. Hat bestimmt lustig ausgesehen. Ich habe ihn dann zweimal um das komplette Gebäude, Haupt- und Realschule, gejagt. Beziehungsweise ich bin hinterhergehechelt. Der hat ein ordentliches Tempo. Und dann ist er rein in einer Seitentür rein. An der Aufsicht, an dem aufsichtsführenden Realschüler vorbei. An einer Lehrkraft vorbei, ich hinterher, an dem Schüler kam ich noch vorbei, an dem Realschüler, an dem Aufsichtspersonal, aber an dem Lehrer kam ich nicht mehr vorbei. Der hat mich aufgehalten. Und dann habe ich auch nur gesagt, ich muss da hinterher, und nee, du kommst hier gar nicht hinterher, und das ist Pause, und du hast hier nichts drin zu suchen. Kannte den Lehrer nicht, also wusste ich jetzt auch gar nicht, was jetzt, ich habe ihm dann erklärt, was passiert ist. Und habe dann gesagt, wir können da jetzt mal gemeinsam dahin. Der muss ja da hinten in dem Gang, in irgendeinem dieser Klassenräume, muss der ja verschwunden sein. Das können wir jetzt ja so nicht stehen lassen. Da müssen wir ja mal irgendwas machen. Das geht so nicht. Da müssen wir ja mal jetzt drauf reagieren. Und der Lehrer meinte, ja, du gehst jetzt wieder in den Unterricht. Weil es klingelte dann. Du musst jetzt wieder in den Unterricht. Ich guck mal, ob ich den finde. Ja, aber Sie wissen noch gar nicht, wie der aussieht. Ja, schauen wir mal. Ja, aber sagen Sie mir bitte Bescheid. Sie haben ja hier Durchsage. Rufen Sie mich über Durchsage. Ich komme dann dazu, dass das dann mit dem geklärt wird. Nur, was natürlich nie passierte. Es kam nie eine Durchsage. Es ist nie irgendwie gesagt worden, Split bitte einmal runter ins Sekretariat oder nö. Kam auch kein Lehrer irgendwie rein, nix. Ich habe dann nach meiner Stunde nochmal im Sekretariat nachgefragt. Die wussten von gar nichts. Ist auch nie irgendeiner bei ihnen reingegangen. Ich habe dann nochmal versucht, den Lehrer zu finden. Bin auch im Lehrerzimmer gewesen, habe da auch nochmal geguckt, auch nochmal rumgefragt, ob irgendeiner was mitgekriegt hat. Keiner wusste von nichts. Und das hat mir dann so ein bisschen so die doppelte Marge gegeben. Zum einen habe ich mich dann gefragt, okay, was macht das jetzt bei dem Jungen? Der Junge hat jetzt Folgendes gelernt. Er kann andere Leute beschimpfen, er kann andere Leute schlagen. Es hat überhaupt keine Auswirkung, es hat keine Konsequenzen. Er muss dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Er kommt damit durch. Kein anderer Schüler kann ihn aufhalten und den Lehrer ist es egal. Ich habe da nur so gedacht, klasse, also das ist Vorbildfunktion, also das ist Spitze. Und da habe ich so gedacht, so was ist das für ein Demokratieverständnis? Und jetzt nochmal, ihr erinnert euch, fünfte Klasse war es ja so, dass mir das auffiel mit der Hauptschule und mit der Realschule, und das hat mich dann, dieses Erlebnis hat mich dann nochmal getriggert. Ich wusste ja, von außen geht nichts. Du musst von innen was machen. Und dann, das war in der siebten, und dann habe ich angefangen, in der siebten mich aufstellen zu lassen, Klassensprecher. Siebte Klasse aufgestellt, wurde nix. Achte Klasse aufgestellt, wurde nix. Neunte Klasse, erstes Halbjahr wurde auch nichts. Im zweiten Halbjahr der neunten Klasse wurde ich dann zur stellvertretenden Klassensprecherin gewählt. Und dann konnte ich Gas geben. Dann habe ich mich hochgearbeitet in Richtung Schulsprecherin, habe dann die Lehrer einzeln gesprochen,
Hab dann im Schulverband dann geguckt, wie sieht's bei den anderen Schülervertretern aus? Welche Meinung haben die zu dieser Trennungsgeschichte? Ich habe Fakten, Daten, Zahlen, Daten, Fakten gesammelt. Hab ja im Grunde genommen die Front aufgebrochen, indem ich mir die Leute einzeln gekrallt habe. Ich habe die Elternvertreter mir gekrallt, habe da die Situation erklärt, wie sich das auswirkt, demokratisch gesehen, wie sich das von den Fronten her ausbildet, Realschüler, Hauptschüler, wie sich das innerlich anfühlt und dass das ein Unding ist, dass das eine Ungleichbehandlung ist und dass das weg muss. Hat ein Jahr noch gedauert und in der 10. Klasse, einen Monat bevor wir dann entlassen worden sind aus der Realschule, habe ich dann die Zusage bekommen, die offizielle, da war dann die große Abstimmung von den ganzen Lehrern und nochmal die Lehrerkonferenz in Verbindung mit der Elternschaft, in Verbindung mit der Schülerschaft. Da wurde dann entschieden, dass die Argumente gut genug waren und dass das dann eben aufgehoben wurde. Das heißt, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, ob es beibehalten wurde. Ich hoffe, dass sie diesen kleinen Sieg, der da errungen wurde für die Schüler, dass sie das bewahrt haben und verteidigt haben. Kurios ist, dass der Direx, der dann in der Abschlussrede noch gesagt hat, dass ihr hier jetzt ab sofort auch in den Pausen hier in der Schule sein könnt, habt ihr Carmen Splitt zu verdanken und sie hat mich überzeugt, sonst hätte ich das nie gemacht, aber sie hatte gute Argumente und sie hat mich davon überzeugt. Dieser Lehrer, der also nicht von selbst diesen demokratischen Gedanken entdeckt hat, dass die Gleichheit der Menschen eine Rolle spielt, auch in der Schule, bei dem ich dann gedacht hatte, okay, jetzt hat er das da in diesem Zusammenhang erkannt, dass da eine Ungerechtigkeit und ein undemokratisches Verhältnis war. Und da hat er seine Lehren draus gezogen. Genau dieser Direktor hat dann übrigens mehrere Jahre später, im Jahre 2014, als mehrere aus unserer Gemeinde sich eingesetzt haben für unseren Pastoren, der ganz, ganz hart angegriffen worden ist auf unterhalb der Gürtellinie und den wir da verteidigt haben, wo wir dann gesagt haben, dieser Mensch hat genauso viele Rechte wie alle anderen auch und die Würde dieses Menschen und die Würde seiner Familie sind zu wahren und zu verteidigen. Nun, genau dieser Direktor hat dann unter anderem uns allen und auch mir speziell, ganz speziell mich angesprochen und mir gesagt, ich hätte kein Verständnis für Demokratie. Ich bin der Meinung, dass wir ein unterschiedliches Verständnis davon haben, was Demokratie heißt. Das ist einfach jetzt mal so meine persönliche Anmerkung zu diesem Thema. Das ist also für mich ist es anscheinend was anderes. Nun gut. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, ja, es lohnt sich. Jetzt sind das so ein paar Beispiele gewesen, so Alltagsbeispiele, wo du dich genauso eingesetzt hättest, gehe ich mal von aus. Das sind 0815 Beispiele des Alltags. Betonen möchte ich, dass es jetzt eine Veränderung gegeben hat, nicht dadurch, dass ich es hinbekommen habe, dass andere Menschen anders fühlen, als sie es vorher getan haben, sondern dadurch, dass ich ihnen einen anderen Blickwinkel eröffnet habe. Das heißt also, übersetzt jetzt in Richtung Antisemitismus, in Richtung Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Männerhass, gehe nicht davon aus, dass du die Gefühle beispielsweise eines Rechtsradikalen ändern kannst. Das Einzige, was du verändern kannst, ist, dass du ihm andere Blickwinkel ermöglichen kannst. Die Veränderung der Gefühle kannst du nicht bringen. Die kannst du nicht verursachen. Die kannst du auch nicht in irgendeiner Form forcieren.
Das funktioniert nicht. Die Gefühle sind die Gefühle und jeder Mensch reagiert nun mal anders. Die einen sind emotionaler, die anderen rationaler geprägt. Die Dritten machen einen Mix daraus. Und wenn sich ein bestimmtes Gefühl verfestigt hat, sei es Hass, sei es Angst, sei es Abscheu oder was auch immer, dann kann nur die Person, die das empfindet, dieses Gefühl auch in Frage stellen, hinterfragen und für sich entscheiden, andere Dinge in Betracht zu ziehen. Also du kannst nicht erwarten, dass beispielsweise wenn du normal durchschnittlich denkender, demokratischer Mensch bist und etwas gegen Ausländerhass hast und für die Gleichheit der Menschen eintrittst, kannst du nicht erwarten, dass jemand, der diese Dinge ablehnt, zutiefst verabscheut, aufgrund deiner Handlungen plötzlich seine Gefühle ändert. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber was du machen kannst, ist, wenn du am Ball bleibst und wenn du es aushältst, dass diese Gefühle gleichbleibend sind bei der anderen Person, dass die andere Person die Chance bekommt, irgendwann festzustellen, ich kann noch so sehr verbal oder auch physisch auf mein Gegenüber einschlagen. Die ändert ihre Haltung nicht, die schlägt nicht zurück, aber ändert auch ihre Haltung nicht. Und irgendwann, auch das ist evolutionär bedingt, geht die Puste aus. Das hat jetzt nicht was mit Verständnis oder mit Einsehen zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit dem Adrenalin. Irgendwann in dieser Hasssituation, in der Feindschaftssituation, in der Abscheusituation, hast du es ja, dass du unter Strom stehst. Da spürst du ja keinen Schmerz, da spürst du nur die pure Emotion und da willst du reagieren und dein Verstand verabschiedet sich, das ist auch einfach so und du hörst auch nicht zu. Du bist nicht dafür zugänglich zu kommunizieren, sondern du reagierst nur auf Schlagworte und reagierst mit eigenen Schlagworten reflexartig, ohne das zu hinterfragen. Deswegen hat das in dem Sinn also jetzt nicht so die große Wirkung, ich tue was und dadurch erkennt der andere sofort, oh, ich lag in den letzten 5 Jahren falsch mit meinem Judenhass und mit meinem Frauenhass und meiner Homophobie. Sondern irgendwann ist das zu anstrengend für den Körper und der Körper fährt dann das Adrenalin langsam runter und es macht sich eine gewisse Erschöpfung breit. Und dann kann das Gehirn wieder anfangen zu arbeiten. Und wenn das Gehirn anfängt zu arbeiten, dann besteht eben die Chance, dass dein Gegenüber die Situation neu bewertet. Jetzt muss ich sagen, das klappt nicht immer. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, toll, wenn du das lange genug durchhältst, und die Tiefschläge, die emotionalen und die körperlichen Tiefschläge einsteckst, irgendwann wird dein Gegenüber verstehen, dass das falsch ist und sich eines Besseren belehren. Nö. Das ist der Idealfall. Und da streben wir hin. Und das ist das Ziel, was erreicht werden muss. Immer in dem Bewusstsein, dass das auch nicht erreicht werden kann. Aber aus meiner Sicht ist das die einzige Möglichkeit, mit Diskriminierung und Ausgrenzung umzugehen. Warum bin ich davon so felsenfest überzeugt? Überlebenstaktik. Das ist meine ganz ureigene Erfahrung, meine eigene Erlebniswelt seit meinem 5. Lebensjahr. Ich habe es ja in der ersten Folge schon erwähnt, dass mein Vater Polizeibeamter und Alkoholiker war und dass es eine schlechte Kombination war und dass das durch vermehrten Alkoholkonsum auch geistig bei ihm nicht besser wurde und dass da
seine negativen Gefühle immer mehr größer wurden und das sich auch verbal geäußert hat und dass da eben auch das Misstrauen bei ihm sehr groß war. Beispielsweise waren alle Frauen, entschuldigt bitte den Ausdruck, alle Frauen waren Huren in seinem alkoholbenebelten Restverstand. Und jeder wollte ihn auch betrügen. Das war auch so ein Ding. Also jeder wollte ihn hintergehen, jeder wollte ihn betrügen. Auch wir, die Kinder. Also jeder wollte ihn betrügen. Und dann kannst du mit solchen Dingen unterschiedlich umgehen. Entweder versuchst du es der Person, die sich paranoid verhält und solche Ausgrenzung, solche Ablehnung ist ja nichts anderes als eine irrationale Verhaltensweise. Entweder gehst du darauf ein und hältst dich zurück und tust und machst alles so, also nehmen wir mal an, ein Beispiel ist so nach dem Motto kurze Röcke waren ja, ne? Wir sprechen hier jetzt von Anfang der 80er, kurze Röcke waren da eigentlich schon seit den Ende der 60er Jahren normal, aber noch nicht überall, noch nicht so, ich meine jetzt so bei uns auf dem Lande noch nicht so, da war das noch nicht so normal. Also dementsprechend war das dann immer so kritisch gesehen. Und da hast du dann eben die Möglichkeit zu sagen, ich trage nur lange Röcke oder ich trage nur Hosen, um dem aus dem Weg zu gehen, um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen und eben um zu zeigen, man hört das und man macht das ja eben nicht. Oder man sagt sich, shit happens. Ich trage das, was ich will. Und mein Gegenüber wird feststellen, dass ich mich dennoch nicht so verhalte, wie er es voraussagt. Also es ist, also in dem Fall, also bei mir war es beispielsweise ganz, ganz kritisch, dass das genau gesagt wurde, wo ich mich aufhalten durfte oder nicht aufhalten durfte. Da habe ich eine Aversion gegen. Also da habe ich eine Aversion gegen. Niemand sagt mir, wo ich zu parken habe. Niemand hat mir zu sagen, wo ich zu gehen und zu stehen habe, zu sitzen habe oder auch nicht. Aufgrund dieser Erfahrung, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Man kann entweder in solchem Fall nachgeben, diesem irrationalen Gedanken des du musst dich auf eine besondere Art und Weise verhalten, weil du sonst zeigst, dass das und das los ist und das passieren würde. Entweder steigst du darauf ein und gibst demjenigen, der sich so verhält, dadurch recht und stärkst das, und machst die Situation dadurch Stück für Stück schlimmer und schlimmer und schlimmer. Oder du hältst es einfach aus, dass das Getobe und das Rumgebrülle und die ganzen Vorwürfe und die ganzen Unterstellungen. Und parkst genau da, wo du parken willst und ziehst genau das an, was du anziehen willst und gehst und stehst und sitzt da, wo du das willst. Wann du das willst, solange du das willst und mit wem du das willst. Und du sagst auch das, was du willst, ohne dass das, was befürchtet wird, eintritt. Das hat den Effekt, dass dieses Getobe irgendwann nach Monaten, nach Jahren oder auch nach Jahrzehnten nachlässt. Aufhören tut es nie, aber es lässt nach. Weil das Gegenüber mitbekommt, ich kann noch so sehr toben, der macht einfach nicht das, was ich erwarte. Und trotzdem passiert nicht das, was ich befürchte. Und genauso ist es jetzt beispielsweise mit Rechtsradikalen. Und auch wenn es sich jetzt echt verwunderlich anhört für ausländische Mitbürger. Benehmt euch normal. Hört sich jetzt komisch an, aber tut nicht so, als wenn ihr um irgendwelche Rechte kämpfen müsst, denn die Rechte sind da. Ihr nehmt sie einfach euren Platz ein. Ihr müsst euch keinen Platz erkämpfen. Ihr habt euren Platz. Die anderen müssen bloß begreifen, dass das so ist und dass ihr da auch nicht weggehen werdet.
und dass ihr trotzdem nicht die Befürchtungen der Rechtsradikalen erfüllt und nicht als mordende Masse durch die Gegend rennt, sondern ganz normal euren Platz in unserer Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft einnehmt und ganz normal wie jeder andere Deutsche lebt. Egal, ob ihr jetzt deutsche Wurzeln habt, türkische Wurzeln, afghanische Wurzeln, syrische Wurzeln, weiß der Geier. Ihr seid Teil der Gesellschaft und ihr nehmt euer Recht wahr. Ihr nehmt den Platz, den ihr sowieso habt, nehmt ihr einfach ein, ohne darum zu kämpfen, ohne ihn verteidigen zu müssen, ohne ihn einfordern zu müssen vor allen Dingen. Oder einfach da sein und diese Idioten einfach toben lassen. Lebt euer Leben. Und das Gleiche gilt für alle anderen ausgegrenzten Personen. Seien es jetzt Homosexuelle, seien es Lesben, seien es Frauen, die sich von Männern ausgegrenzt fühlen, beruflich gesehen beispielsweise, seien es Männer, die sich von Frauen ausgegrenzt fühlen, wie auch immer. Einfach das Recht, das ihr habt, einfach nutzen. Und nicht im vorauseilenden Gehorsam selbst in Frage stellen. Und das tut man. Wenn ich sage, ich muss etwas einfordern, dann ist das ja der vorauseilende Gehorsam, dass ich sage, ich muss was einfordern, weil ich es noch nicht habe. Aber da es ja schon im Besitz ist, muss ich es auch nicht einfordern. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen mich verständlich machen. Ja, also, das war heute der vierte Tag. Morgen möchte ich mal ganz gerne eingehen auf ein paar Fälle, wo ich sage, wie gehst du damit um, wenn du mit einem Nazi und oder einem Chauvinisten engeren Kontakt hast. Ich habe mit solchen Leuten zusammengearbeitet. Was soll ich sagen? Man findet seinen Weg. Da muss man eben auch die eigene Position festlegen und sagen, jedes Mal, wenn was geäußert wird, was in die Richtung geht, gibt man Kontra. Und ja, das ist anstrengend. Das ist verdammt anstrengend. Und es kann auch negative berufliche Folgen haben. Durchaus möglich. Aber das ist der einzige Weg, mit solchen Dingen umzugehen. Das ist morgen Thema. Wie gehst du damit um, wenn du mit sowas konfrontiert wirst? Schweres Wort. Konfrontiert wirst. Also wie gehst du damit um? Wie reagierst du? Beispielsweise auch, wenn so diese unterschwelligen Sachen vorkommen, dieser Rassismus und Sexismus und Homophobie um die Ecke, so in Verkleidung. Und das kommt überall vor. Es kommt in Verkleidung vom vermeintlichen Tierschutz. Es kommt, Menschenhass kommt im vermeintlichen Schutz von Kindern. Es kommt im Verbund von Staat. Auch im staatlichen Bereich ist das vorhanden. Es kommt in sehr, sehr vielen Formen vor. Es kommt vom Nachbarn, der mal eben eine Bemerkung macht, die ja, ach so, ja gar nicht so gemeint ist. Es kommt durch den witzigen Bilderpost, der dann mal eben in die eigene Chronik gepostet wird, weil der ja so witzig ist und nichts anderes ist als Rassismus pur. Also diese ganzen Dinge, wie reagiert man, wenn man mit sowas konfrontiert wird? Wie geht man mit solchen Dingen um im Alltag? Darum geht's morgen und ich hoffe, dass morgen dann wieder der normale Livestream in der Veranstaltung funktioniert. Wie gesagt, wenn ich jetzt gleich hier meine
Aufzeichnung heruntergeladen habe. Wenn das dann funktioniert, dann werde ich das Ganze nochmal hochladen, direkt in die Veranstaltung hinein. Tut mir leid, dass es heute nicht funktioniert hat. Ich vermute mal, dass es wieder mal einen Angriff gab auf Facebook. In solchen Situationen ist Facebook dann immer sehr vorsichtig, was ich auch gut finde, und macht dann immer so eine leichte Sperre. Schaut sich dann bestimmte Situationen dann so an und dann merkt man dann immer so ein bisschen, dass bestimmte Dinge dann plötzlich nicht so funktionieren wie gewohnt. Aber ich hoffe, dass sich das bis morgen geregelt hat und dass das morgen wieder ein bisschen lockerer angehen, dass der Angriff dann morgen vielleicht schon vorbei ist und dass ich dann morgen wieder ganz normal in der Veranstaltung streamen kann. Das wird dann wieder morgen ab 18 Uhr der Fall sein. Schauen wir mal, falls es nicht klappen sollte, mache ich das so wie heute. Das heißt, dass ich dann auch wieder in die Chronik, in meine eigene persönliche Chronik streame und dann morgen das gleiche Prozedere dann im Anschluss dann auch in die Veranstaltung. Ja, das war Quersprech, Tag Nummer 4. 2 Tage haben wir noch. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Ich freue mich, wenn du das dir auch wieder mit ansiehst, mit zuhörst. Vielleicht magst du auch was dazu schreiben. Vielleicht hast du ja auch eigene Erlebnisse, die du mit beitragen möchtest. Freue mich drauf, von dir zu hören. Ansonsten, bis morgen. Ich freue mich. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss.